Oft werde ich gefragt, ob man Teams oder OneNote mit seiner Klasse verwenden sollte. Klar, man kann beides kombinieren und es gibt ja natürlich Schnittstellen, aber am Ende des Tages arbeiten wir entweder hauptsächlich in der einen oder in der anderen Applikation, gerade was die Dateiablage angeht. Also für wen eignet sich das eine oder eben das andere? Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist future-teach.de und genau der Frage möchte ich in diesem Video nachgehen, indem wir uns zuerst mal die Gemeinsamkeiten zwischen Teams und OneNote anschauen. Dann ganz kurz die Unterschiede und dann möchte ich ein Fazit aus meiner Sicht sehen, wer mit welcher Klasse oder in welcher Gegebenheit was von beiden verwenden sollte. Kommen wir zu der ersten Überschneidung oder auch Gemeinsamkeit von Teams und Microsoft OneNote, nämlich Inhalts- oder Dateiablage, was ja in beiden Applikationen geht. Wenn wir uns hier auf der linken Seite mal das OneNote anschauen, ihr kennt das ja, man kann dort Abschnitte erstellen. Und unter diesen Abschnitten verschiedene Seiten. Wie wir zum Beispiel hier sehen, sind dann die verschiedenen Unterrichtsinhalte mit Überschriften gegliedert. Man schmeißt dann einfach per Drag and Drop oder auch per Upload über Einfügen hier Dateien rein. Man kann die auch noch kommentieren. Hier liegt das und das. Oder Freitext reinfügen, Videos einfügen, Links reinfügen und so weiter. Und das ist dann die Dateiablage entsprechend, die man natürlich in einer Liste hier links sieht. Da muss man dann runterscrollen, wenn man mehr sehen möchte. Bei Microsoft Teams ist das eine, normalerweise, wenn wir es einfach machen, einfach unter Dateien eine Ordnerstruktur. Ihr könnt also unter Neue Ordner anlegen und könnt dort einfach Inhalte, PDFs, Words, Filme oder andere Sachen reinlegen. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, unter Beiträge auch einfach Links oder sowas zu posten, aber das verschwindet ja nach einer gewissen Zeit, weil das immer nach oben rutscht. Das heißt, wenn ihr wirklich Unterrichtsinhalte ablegen wollt, nehmt ihr das meistens unter den Dateien vor. Hier ist natürlich ist etwas einfacher strukturiert als bei OneNote. Also das eignet sich eher, wenn man keinen Live-Unterricht in dem ganzen Ding macht, sondern eher am Nachmittag nur noch den Schülern die Unterrichtsinhalte ablegt. Da würde man, denke ich, eher Teams verwenden, weil da reichen Ordner, also für normalen Unterricht. Aber wenn ihr das Ganze ein bisschen interaktiver machen wollt oder ihr möchtet mal schon während des Unterrichts Sachen kommentieren, dann würde man zumindest, was die Inhalte angeht, wäre wahrscheinlich OneNote die bessere Wahl. Kommen wir zur zweiten Überschneidung oder Gemeinsamkeit. Beide Applikationen erlauben es, Gruppenarbeitsräume einzurichten. Im OneNote, wenn man es Standalone, also ohne Teams benutzt, kann man über die Einstellungen des Kursnotizbuchs, wie wir hier links sehen, verschiedene Gruppenarbeitsräume erzeugen und dort halt verschiedene Schüler darauf berechtigen, sodass natürlich nur die jeweiligen Schüler diesen jeweiligen Raum nutzen können. Und dort können sie natürlich dann ganz normal Inhalte einfügen, coole Mindmaps malen und so. Das sehen wir jetzt hier nur ausschnittsweise, einfach aufgrund des Kleinen hier des Bildschirms, weil ich hier nebeneinander zeige. Und ja, Gruppenarbeiten gehen hier. Bei Microsoft Teams funktionieren die Gruppenarbeiten, indem man einzelne Kanäle einrichtet, also zum Beispiel Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 und dann hier über die Kanaleinstellung entsprechend sich die Leute einlädt und natürlich kann man hier auch dann auch ein OneNote einbinden und so weiter oder auch Dateien ablegen. Was ist für Gruppenarbeiten besser geeignet? Nach meiner Erfahrung tatsächlich sogar Teams, weil hier ist halt eben noch die Kommunikationsfunktion. Die können einfach miteinander mal ein Video aufmachen, mal chatten. Und außerdem ist es schneller, hier die Leute drauf zu berechtigen. Bei OneNote ist es so, wenn man es Standalone benutzt, ich glaube, wenn man es mit Teams zusammen benutzt, als Klassennotizbuch geht das gar nicht. Aber im Standalone-Klassennotizbuch ist es so, man muss erst in die Einstellungen gehen, um dann hier Leute in diese Gruppe reinzufügen. Also quasi in die Berechtigung des Platzes der Zusammenarbeit. Das ist ein bisschen kompliziert und dauert ein bisschen. Kann man zwar auch in 5 Minuten machen, aber da ist Teams deutlich schneller, was Gruppenarbeiten angeht und hat da, denke ich, die Nase vorne. Kommen wir zur dritten Überschneidung, dem Thema Hausaufgaben vergeben. Das geht natürlich in OneNote über das Kursnotizbuch, über diesen Reiter, indem man einfach eine Seite erstellt und dann auf Seite verteilen geht, ja, und diese Seite entsprechend dann an alle Schüler verteilt. Die wird dann dort bei denen in die Notizbücher eingefügt und über eine ähnliche Funktion kann man die dann überprüfen und nebeneinander legen und natürlich auch noch kommentieren. Bei Microsoft Teams ist das Ganze über Aufgaben zu tun. Dann drückt man auf Neue Aufgabe, schreibt das rein. Man kann auch noch was dazu quasi anhängen. Dann drückt man auf Zuweisen und der Kladderadatsch wird dann verteilt und man hat dann im Nachhinein eine entsprechende Benotungsübersicht.
die wir hier sehen können, hat dann die Möglichkeit, Feedback zu geben den Schülern. Und man hätte jetzt hier rechts auch noch die Möglichkeit, gleich Noten reinzuschreiben. Die sehen wir jetzt nicht, weil das Browserfenster so klein ist. Und natürlich kann man, wenn man dann oben auf Noten geht, auch eine Gesamtzusammenfassung der Leistung sehen von den gesamten Gruppenarbeiten. Also wenn wir mehrere haben, dann werden auch mehrere angezeigt. So, was ist jetzt besser, was ist schlechter? Wenn man die Inhalte als solches korrigieren möchte, ist tatsächlich OneNote, denke ich, schneller. Ebenfalls bei kleinen Klassen, glaube ich, sehr sinnvoll. Und vor allem, wenn man sich halt selber irgendwo seine Notizen an anderen Stelle speichert. Wenn es aber darum geht, größere Gruppen zu korrigieren oder öfter solche Aufgaben auszugeben, finde ich deutlich Teams angenehmer, weil man da nämlich diese Benotungsübersicht einfach hat und auch schneller das dann entsprechend quantifiziert zurückgeben kann. Ich würde also normalerweise tatsächlich hier Teams bevorzugen. Kommen wir jetzt zu den Unterschieden. Wo natürlich OneNote seine Stärken hat, klar, ist die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Inhalte einzufügen, also wie zum Beispiel Internetlinks etc., das ist aber auch schon angeklungen, oder natürlich, ihr könnt hier einfach cool Freitext zeichnen, Mindmaps machen und solche Geschichten. Klar geht das in Teams auch, man muss aber dann meistens andere Applikationen einbinden. Hier ist das natürlich nativ möglich und man kann alles kommentieren. Das ist, denke ich, die Stärke für OneNote, gerade wenn man entsprechende Geräte besitzt, wo man das mit einem Stift machen kann. Unterschied von Teams zu OneNote ist natürlich, dass man bei OneNote einfach mal eine Videokonferenz starten kann. Man drückt einfach auf Besprechung. Das kennt ihr ja. Drückt auf Jetzt teilnehmen und dann hat man eine super Videokonferenz und kann sich austauschen. Das ist bei OneNote so nicht möglich und ein klarer Vorteil. Ein anderer klarer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, individualisierte Apps einzubinden, Planner einzubinden und sich so sein Team, seinen Gegebenheiten anzupassen, was, denke ich, auch klar ein Vorteil oder ein Unterschied zu OneNote ist. Ein letzter klarer Vorteil, den Teams gegenüber OneNote hat, ist nach meiner Erfahrung, aber auch der von vielen Kollegen, was ich immer wieder höre, die Performance. Mit großen Gruppen lädt OneNote ewig, bis dann da die ganzen Schüler, wenn man da 20, 30, 40 Schüler hat, geladen werden oder man verteilt eine Hausaufgabe, es dauert wirklich, wirklich lange und oft hängt auch das Laden der Inhalte auf den ganzen Seiten. Da ist Teams manchmal natürlich auch langsam, aber in der Regel ist Teams schneller und stellt natürlich auch die Sachen einfacher dar. Klar, unter Dateien gibt es ja auch keine grafischen Sachen, die groß geladen werden müssen. Deswegen ist, was die Stabilität und Performance angeht, Teams OneNote nach meiner Erfahrung noch deutlich überlegen. Kommen wir zum Fazit oder zum Anwendungsfall. Für wen eignet sich OneNote und für wen eignet sich Teams? OneNote, denke ich, eignet sich vor allem, wenn man eine sehr gute technische Ausstattung bei den Schülern hat. Also wenn die zum Beispiel mit Tablets ausgestattet ist, man im Computerraum ist etc. In diesem Moment können die nämlich wirklich die vollen Vorteile von OneNote nutzen. Man kann Freihandeingaben machen, man kann einfach sich als Lehrer auch mal Notizen an das machen, was man gerade im Unterricht macht und man kann natürlich auch transparent die Leistung der Schüler einsehen, indem man zum Beispiel auf die einzelnen Namen klickt und dann genau sieht, was die machen. Und so ist es zum Beispiel bei mir in der Schule auch, dass OneNote eben vor allem in Tablet-Klassen verwendet wird. Denke ich, ist ebenfalls natürlich sinnvoll bei Mathematik, weil bei Mathematik oftmals man dann halt eben im Stift auch Freihand Formeln und sowas super einzeichnen kann. Da macht das Sinn. Oder OneNote eben, wenn man sich selber als Lehrer organisieren möchte und mal irgendwie etwas kommentieren möchte. Es gibt ja auch viele Lehrer, die ihre Unterrichtsstruktur in OneNote haben. Für wen eignet sich nun Teams? Ich denke, Teams eignet sich für die meisten Klassen, also die, die jetzt eben nicht so hoch IT-technisch ausgestattet sind, für den ganzen Rest sozusagen. Weil wenn man einfach nur seinen normalen Unterricht macht und man hat jetzt eben nicht die beste Internetanbindung, die Schüler haben einfach nur noch ihre normalen Handys, dann ist es ja so, man geht nach Hause und dann schmeißt man seine Unterrichtsinhalte idealerweise natürlich online einfach in irgendwelche Ordner. Und dafür reicht Teams nach meiner Erfahrung vollständig aus. Ebenfalls ist es natürlich so, dass jetzt in Zeiten von Distanzunterricht und Corona die Videokonferenzfunktion sehr, sehr wichtig ist. Und auch da ist es natürlich viel angenehmer, wenn man direkt in Teams bleibt. Und für solche normalen Klassen, denke ich, braucht man tatsächlich OneNote mittlerweile nicht mehr. Da ist Teams vollständig ausreichend. Außerdem hat Teams natürlich den Vorteil, dass bei sehr, sehr großen Gruppen, wenn man zum Beispiel mit 100 Leuten unterwegs ist oder mit über 50 Leuten, es wesentlich schneller läuft. Und auch da würde ich eher in Teams bleiben, weil OneNote da einfach super unübersichtlich irgendwann wird. Das ist also mein Fazit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist future-teach.de. Wenn ihr noch Anregungen, Anmerkungen habt, schreibt das einfach unten in die Kommentare. Bis bald.